Achtung. Dann musst du den. Also entweder ich tank den dann da hinten weg oder du tankst den dann da hinten weg. Du ist glaube ich einfacher, weil du kannst ihn halt auf sich ziehen, da musst du nicht so viel tanken. Hm. Ja. Next. So, dann müssen wir das dann nochmal machen, weißt du? Spricht man nicht mit Älteren. Ich dulde das nicht. Ich dachte schon, ihr taucht gar nicht mehr auf. Wart ihr unterwegs noch in der Sackgasse einen heben? Die ewige Alchemie hat alle Antworten. La, la, la. Alles zurücktreten, außer meinem Helfer. Zurück, zurück. Mein Hirn braucht Platz zum Luftholen. Ich weiß es ja nicht. Ist die alte Quasselstrippe außer Hörweite? Gut, dann lasst uns reden. Ich brauche eure Hilfe, um das Ding zu bauen. Wartet! Lasst mich Schrade mit ein paar Ortungsalgorithmen füttern, zur Unterstützung. Alles nicht. Ich kann mir aber auch nur vorstellen, dass das buggy ist, wenn du dieses zweite Ding machst, dass dann irgendwie, dass das Achievement unten weggeht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Ich brauche Entkeimungsflüssigkeit. Wisst ihr, das eklige Zeug, mit dem die Inquestur ihre Proben haltbar macht? Keine Bange. Ja, wir gehen auf jeden Fall zuerst zu der Truhe. Das Zeug eignet sich zufällig als flüssiges Element des Geräts. Na, wo der fette Veteran rauskommt. Achso, ja. Eines gewöhnlichen Energiegenerators. Ja, beziehungsweise Traps auf dem Weg kann man ja mitnehmen, oder? Ja, klar. Kein Labor, wenn es nicht massenhaft Energiegenerator. Aber wir fangen jetzt ganz am Ende mit den Gegenständen an, würde ich sagen. Magiegetränkte Gesteinsprobe. Welche abzubauen würde viel zu lang. Aber ist denn, ist das nicht. Ich habe vorhin Proben gesehen in Holzkisten im Hintergrund. Wobei, ist es eigentlich egal, ne? Ist viel leichter einfach. Aber wenn das wirklich ein Bug ist, dann können wir nichts dran machen. Befehlseingabe bereit. Interagiert einfach nur mit seinem Eingabefeld und wählt das gewünschte Programm. Boah, Timey laber doch nicht so viel. Das ist doch, dass man sowas nicht skippen kann, was, ne? Beschädigte Sicherheitsbehälter reparieren, falls ihr welche findet. Vielleicht ist hier oben schon eine Trap. Jetzt hier oben. Kann das sein? Nö. Er hat zumindest jetzt keine angezeigt. Sollte man im Auge behalten. Ganz recht. Der Rat ist zu nachsichtig mit Soldier als Diese Hose hat gewonnen. Da sind sie. Ja. Und dann schon mal die erste Trap gemacht. Ja, auch hier zumindest. Naja, diese Erdelementare machen voll viel Schaden und halten voll viel aus. Das ist erfrischend. Scheiß Dinger. So, nächste Trap ist hier unten im Wasser. Nicht schon wieder. Insbesondere ist das ja mit den Achievements ja jetzt auch schon ein paar Tage raus, weißt du, wir machen das ja jetzt schon mit ein paar Tagen Verzögerung, weil Urlaub. Ja, ich glaube nicht, dass das Magie ist. Ich glaube auch nicht, ich glaube, wir haben einfach nur irgendwie was übersehen. Ich glaube, man muss das halt einfach falsch machen. Ja, das kann auch gut sein. Das hier können wir direkt schon mal mitnehmen, ne? Ja, kannst du. Gas. What? Sag für mich. Komm, leg sie einfach auf die Schnauze. Sind alle gegnerischen Gruppen. Sollen wir das jetzt machen? Ne? Ja, aber hier sind auch zwei Traps, ne, drei Traps noch vor. Hier vorne ist eine. Glaube ich. Ja, nämlich. Auf der anderen Seite sind Erdelementare und ich meine, im Wasser sind noch einmal Luftelementare. Aua, meine Fresse, machen die Damage. Nicht
da lag ich fast. So, jetzt hier im Wasser nochmal irgendwo. Ich weiß nicht. Komm, komm. Ja. Ich glaube, das andere Achievement gleich wird relativ easy. Also, kann die Fallen jetzt schon fast aus, wenn wir sagen. So. This is it. Das heißt, so, ich gehe jetzt dahin und. Du gehst hinten hin und ich aktiviere die Tante. Terminieren, Mama. Ja, dann gehen da hinten, geht da hinten die Tür auf. Ja, ich laufe ein bisschen im Kreis. Sag mir dann, wenn du die gekillt hast, ne? Wo ist denn jetzt hin? What the fuck? Hat sich hart unsichtbar gemacht? Ah, jetzt ist er da. Ja, das hat auf jeden Fall. Okay, jetzt ist aber die Tür auch zugegangen. Also du hast die alle gekillt, ja? Ja. Dann komm mal wieder und dann töten wir die jetzt. Pull die mal noch ein Stück weg. Nach hinten, weißt du? Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Mach sie immer unsichtbar und ist dann 1000 Jahre ja. Unsichtbar. Ja. Sobald sie anfängt wegzugehen, jetzt. Jetzt ist sie noch unverwundbar. Jetzt nicht mehr. Oh shit, ich hab mein Ding sie gemisst. Die springt. Was? What the fuck? Okay. Okay, sie ist tot. Ja, wir sind auf 4, das war richtig. Richtig? Dann oder waren wir gerade schon auf 4? Weiß ich nicht, ich hab nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. Ich kann dir sagen, dass hinten sind, glaube ich, noch 2 Traps, oder? Sind hinten noch 2 Traps? Oder nur noch eine? Oh, wir können die nicht zuerst machen. Was? Wir können die nicht die Kiste zuerst machen. Nicht die Kiste. Wir können aber den Champion noch machen. Naja, aber dann sind wir halt trotzdem bei 3 und wenn das dann halt gleich weggeht. Ich bin durch die Bank weg verwirrt. Vielleicht müssen wir einfach mal weiterspielen, vielleicht kommt noch irgendwas. Ja, aber was. Aber wenn unten doch das Ding weggeht, dann ist doch vorbei. Ansonsten. Ja, aber. Gibt doch mit das kann da nicht vorbei sein. Das muss. Da musst du irgendwie Gegner spawnen können. Naja, du kannst ja theoretisch, du kannst ja. Beziehungsweise, ich glaube, du kannst es ja sogar selber machen. So, jetzt sind es noch 3. Hinten einmal Gegner spawnen, wir laufen jetzt Gift nach. Auslösen und den sie. Ja, super. Oder hier ist noch irgendwo eine Luftelementar-Trap. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und hier ist das Gebiet zu Ende. Hier ist nichts. Überall nicht so. Aktiviert das nochmal ab und zu, einfach mal so, vielleicht. Ja, vielleicht. Ups, falsch. Erkennungsmodus, nope. Ich glaube, ich kann mir halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob das. Ob die Gift Trap zählt, weil. Du sollst der Gegner besiegen. Ja. Verstehst du? Ja, ich stehe da schon, aber. Ja, aber ansonsten. Oh, Leute, hier war noch eine Trap mittendrin. Interessant, weil ich genau daneben den Erkennungsscan gemacht habe, aber der mir den nicht angezeigt hat. Whatever.
Ja, dann müsste es ja passen. Dann braucht es zwei, ja, wenn das... Wenn das halt so ist, wie man da Gegner spawnen kann, dann schon, ja. Wir müssen noch was finden, wie. Keine Ahnung, es gibt irgendwie keinen falschen Weg, habe ich das geführt. Doch, du bist zweimal den gleichen Weg gegangen. Also du, als du das falsch machen wolltest, bist du genau denselben Weg gegangen, wie wenn du es so gemacht hättest. Ja. Okay. Dann das lass uns doch jetzt mal zusammen. Nein, Eindruck, warte mal. Ach so, das war deine Mini-Explosion. Boah. Ja. So, Anleitung sind was für. Warte mal, du bist an dem Generator, ne? Ja. So, ich kann jetzt, nehmt den Anker aus dem Feld. Ist denn nochmal der da Aufzug? Der geht da gleich an, wenn ich das hier irgendwie mache. Ja, also richtig wäre, den Generator ausschalten, ne? Ja. Dann... Kann versuchen, die Abdeckung abzunehmen. Heftiger Stromschlag. Oh, Quatsch. Ich will dich doch retten, hallo? Heftiger Strom. Lol, wir sind aber auch. Ja, da waren noch eigentlich noch zwei, der war meint, ich hab nichts gesagt. Ich kann das ätherische Feld deaktivieren. Das macht er auch, glaube ich, ne? Oder? Das glaube ich auch, ja. Ich kann den Anker rausnehmen. Nee, du kannst es nicht erreichen. Ja, und dann, wenn ich die Abdeckung aufnehme, dann ist das schon lange. Oh, shit. Das ist doch Mods. Leitung ist das für Holzköpfe. Generator ausschalten. Wir machen irgendwas. So, ich kann auch das ätherische Feld deaktivieren, oder? Können nicht erreicht werden, solange die Abdeckung noch verschlossen ist. Das heißt, man muss am Anfang den Generator ausschalten. So. So, Generator ist ausgeschaltet. Nee. X. Das war doch wieder, das wäre doch wieder richtig gewesen. Ja, aber was, wie willst du das denn falsch machen? Bei jedem Schritt alles falsch machen. Anders werden wir das nicht rauskriegen, wie es geht. Ja, aber wie... Jetzt mal ganz ohne Spaß. Du musst am Anfang den Generator ausmachen, ansonsten kriegst du einen Blitzschlag oder er sagt, du kommst nicht dran. Generator ausmachen. Was willst du denn jetzt machen? Jetzt kannst du nochmal versuchen, den Anker rauszunehmen. Kommt nicht dran. Ja, dann öffnen wir die Abdeckung. Und dann versuchen ihn rauszunehmen. Oh je. Oh je, klingt gut. Okay, das war die Rätsel. Das war das Rätselslösung. Okay. Bei jedem Schritt alles falsch machen, was geht. So ein Oder was du machst. Okay, die Kleinen sind tot. Hä? Nope, das spawnt immer. Komm, jetzt stirb. Ah, okay, dann haben wir es jetzt aber. Ja, gut, und dann hinten ist noch der Wolf und dann. Ah, mein Gott, ey. Ich frag mich aber, wie man. Ob der Schleim, den man bei dem einen Dingsy spawnt, auch als. Falle zählt, weil ich weiß nicht, wie man den umgehen kann. Ein Schleim, den man. Ach so. Dann zählt der vielleicht als Überfall, wa? Ja, das kann gut sein, so. Ja, beziehungsweise da gibt es ja auch drei Dinger, die rumliegen, da muss man sich das vielleicht auch mal genau durchlesen. Wir werden irgendwie, weißt du, wir sind zwar langsam, aber wir schaffen es. Was ist die richtige? Welche ist denn die wir haben wollten? Das ist die Gift macht. Das wollen wir nicht. Haben wollen. Ja. Jetzt kommt von da hinten. Von da hinten kommt der Motherfucker. Oh, Schwert. Oh, er geht auf. Boah, und Half-Life, ein Angriff. Eieieiei. Ich hab gesagt, dass das Vieh echt übel ist. Ah! Ah!
Fang dich an, du bist ja noch fast voller. Ja, aber das kann der in einem Hit wegmachen. Oder in zwei zumindest. Aha! Na gut, wir müssen halt versuchen zu sehen. Jetzt geht's. Nein. Pass doch mal schön auf, pass drauf, bleib. Aua, du heilige Scheiße. Bleib mal rein. Ja, oder nein. Gerade nicht mal ansatzweise das Leben. Alter Schwede. Da war ich noch nicht bereit. Schaffst du's? Au. Ich mach dem aber auch nur so 1000 Damage. Ja. Kein Überlebenden. Was eine Kranze, ey. So, und jetzt wieder raus. Jetzt wieder raus. Dafür muss ich mich jetzt hier irgendwo wieder an die Wand stellen und dann ohne Fallen auszulösen. Ah. Schön, wenn es dann im Endeffekt dann doch funktioniert. Komm schon. Ich bin doch schon Kilometer außerhalb des Instanzbereichs. So. Last but not least, könnte man sagen. Go, 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 oder was? Ja, ja. Eieiei. Bitte nichts anfassen! Den Tod spricht man nicht mit Älteren. So, und jetzt ganz vorsichtig. Ich dachte schon, jetzt kommt gar nicht mehr auf. Die ersten fallen leise so ungefähr. Aber ich werde dich trotzdem sichtbar machen, oder? Also. Ja. Achso, jetzt möchte ich mit ihm labern. Alles zurücktreten, außer meinem Helfer. Zurück, zurück! Mein Hirn braucht Platz zum Luftholen. Okay. Dann war das eben auch noch nicht vorbei, als wir den Inquestur-Assassin da verloren haben. Ich brauche glaube ich. Hilfe, um das Ding zu aber naja. Doch, ich glaube schon. War es trotzdem vorbei? Ich glaube schon. Wartet! Lasst mich gerade mit ein paar Ortungsalgorithmen füttern zur Unterstützung. Ja. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, warum die humpelt da, ne? Ne, ich hab keine Ahnung. Ob die immer noch rumpelt wegen irgendeinem Kampf vorher, aber selbst dann wüsste ich es nicht. Wenn irgendein epischer Kampf drin war. Na gut, Nummer 1. Ich brauche Entkeimungsflüssigkeit. Wisst ihr, das eklige Zeug, mit dem die Inquestur ihre Proben haltbar macht? Ah, ja. Keine Bange. Es muss keine unschuldige Lebensform dran glauben. Das Zeug eignet sich zufällig als flüssiges Element des Geräts. Nummer 2. Den Ätheranker eines gewöhnlichen Energiegenerators. Sicher haben die hier irgendwo einen. Es wäre kein Labor, wenn es nicht. Ja, was meinst du, wie viele Tries brauchen wir jetzt für das Achievement? Und ich brauche ich hoffe wirklich ein. Die abzubauen würde viel zu lang dauern. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir ja noch drei andere machen. Ist viel sollten. Leichter einfach die zu nehmen. Schadel ist zur Befehl. 3? 6 oder nicht? Interagiert nee, 3. Wir hatten noch nur 2. Ding sie. Echt? Gibt's da nur 2 Instanzen dafür? Stimmt. Vor Feinden beschützen. Schadel kann auch beschädigte Sicherheitsbehälter reparieren, falls ihr welche findet. Komm, Schadel, go, go. So, und jetzt schön regelmäßig. Ich laufe nur hinter dir her. Ja. Meinst du, mein Pet kann so eine Falle triggern? Wollen wir das ausprobieren? Also wenn das so läuft, wie es laufen soll, dann fighten wir höchstens einmal. Nee, gar nicht, oder? Warum wird die Falle nicht angezeigt? Ja, weiß ich nicht, weil der super nah da dran stehen muss einfach. Was soll der Bullshit denn da mal? So, jetzt weiß ich hier nicht. Man kann bestimmt hier unten rumgehen. Und? Weil da in dem Wasser ist ja die Dingsi-Falle. Ich hätte sie nur gern angezeigt, weißt du? Okay, mein Pet kann sie nicht triggern. Pet erstmal zielstrebig da durchmarschiert. So, und hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. Ah, not sure though. Wobei, ich glaube, hier vor der Tür war auch nichts, ne? Aber ich gehe auf... Was machst du denn da hinten, dummer Roboter?
Achso, Moment, wir sind ja hier beim ersten Ding. Warum? Wir wollen auch gar nicht zu der Tür. Stimmt. Warte mal. Nee. Das ist der Spawn. Der Behälter sieht beschädigt aus, wenn er drückt gegen Gas, als wollte es entkommen. Dieser Behälter sieht beschädigt aus. Du kannst doch, hat die. Ach ja, reparieren. Kann das reparieren? Behälter verstärken. Ha! Oh! Finger davon. Los. Los. Hä? Okay. Nee, sag ihm nochmal, er soll verstärken. Nee, Mann. Nee, jetzt kannst du da nehmen. Nee. Hä? Ah. Hä? So, jetzt springen wir da nicht YOLO runter, bitte, sondern... YOLO! Erstmal nochmal Dingsi... Ah, nee. Ja, genau, wir können hier hinten... Wenn wir hier hinten langlaufen, dann dürften wir das eigentlich nicht triggern. Nee, warte, direkt davor war nix. So, jetzt machen wir das mal richtig, ja? So ist es. Es ist wirklich schwierig, das falsch zu machen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Abdeckung öffnen, ätherisches Feld, Dingsi, Anker rausnehmen, danke. Next plus... Erkennungs... Siehst du, da ist nämlich noch einer. Ja. Aber vorsichtig, ne? Hier sind noch, also... Ja, ich hab Angst, weil hier ist nämlich... Da ist irgendwo eine und da ist auch irgendwo eine. Meine ich. Also ich kann dir sagen... Nutzt lieber einmal öfter als einmal zu wenig. Hier, ja, der ist nicht außerhalb dem Wasser, das ist schon... ein blödes Stück Code von Robotern. Das ist 100% ist der hier. Komm her, du Stück! Achso, da ist ja noch dieser Erdelementar-Spawner, ne? Naja. Aber wenn wir hier vorne auf den Steinen bleiben... Ups, falsch. Da ist der Nimbus. Ja genau, wenn wir hier vorne auf den Steinen bleiben, sollte nichts passieren. Aber nicht so weit ins Wasser, da ist auch noch irgendwo was. Ja, Moment, komm her, Taddel. Taddel. Falsch, Schraddel! Dieser Roboter, what the fuck? Gib doch. Oh! Ja, das meine ich. Hallo, Trash. Hallo. So. Ich geh jetzt mal hier dann auch auf die Klippe. Ich glaube, hier können wir locker drüber gehen, oder? You sure, so? Mach nochmal, ja, das müsste gehen. Okay. So, und jetzt die richtige bitte, ja? Was ist denn die richtige? Die richtige ist hier, glaube ich. Unverschlossen, aber. Nee, das ist die Ding sie macht. Nee, hier, die. Das ist, glaube ich. Hier? Die Truhe sieht ein farbiges Licht. Ah, ja. So, jetzt nochmal den Rückweg. Ja, den müssen wir ja nur gleich machen. Ich sehe das schon komplett. Und voll ausgelöst. Und eine Rolle. Ah, hier ist nichts. Läufst du nicht? Achso, ja, okay. Hier hat nichts zu sein. Oh mein Gott, ich kann dir sagen. Kann Schraddle das auslösen? Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst hätten wir dann wahrscheinlich auch schon einer drin gewesen. Oh, hier war auch nichts, ne? Nein. Nee, hier ist nichts. Nur die da oben müssen wir noch. Dann... Everything is cool. So cool. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich das Gelaber am Ende nochmal irgendwann so gehen. Aber diese Instanz kannst du wirklich machen, ohne einmal zu kämpfen. Voll gut. Da seid ihr ja. Habt ihr alle Teile? Ich hüpfe schnell auf Schraddle und mache alles fertig. Okay. Sag uns bitte, dass wir jetzt die Achievement schon mal bekommen, dann können wir nämlich jetzt schon mal rausgehen. Okay, oder auch nicht. Warum nicht? Müsste aber jetzt gleich, oder? Ja, eigentlich schon. Müssen ja keine Teile mehr sein. Dialog getriggert wird vielleicht. Leider muss ich sagen, dass ich meine Zeit völlig verschwendet habe und die alle von Mordremos zerstört werden. Was? Nur ein Scherz. Mein zum Patent angemeldeter Rekalibrator ist klar. Gut, ich kann euch verstehen, man könnte jetzt natürlich noch irgendwo runterspringen und YOLO das Ding auslösen, ne? Ja, das stimmt ziemlich. Ich muss das hier ins Innerste der Leylinienkammer bringen. Passt auf, dass ihr auf der Rampe nicht stolpert. Ob das wohl auch als Falle zählt? Wenn sich hier daneben rollt oder so? Aber ich meine, jetzt würde nichts mehr passieren. Das ist auch noch ein bisschen Gelaber. Ich lehne mich mal dann mal ein Schrittchen zurück. Ich mal wieder. Musst du aber labern. Wieso muss ich labern? Ah, nee. Schon passiert, er tastet gerade das Wegmarken jetzt an. Wartet noch, das Netz ist riesig. Kann etwas dauern, bis ich es weiß. Wie lange? Wochen? Annähernde Schätzung.
Inakzeptabel! Wer inakzeptabel! Weiß nicht, wie viel das kosten wird. Da müssen wir noch mal ran. Hallo Kaschmir, achtet nicht auf Lanzen. Der Bus kümmert sich um. Ich kümmere mich drum. Ich hätte gerne mein Achievement. Was hast du dazu pflanzt? Nee, natürlich. Okay. Und ihr habt heute erst angefangen? Hat's mir ja nicht eben erst ausgedacht. Wenn der Entwurf steht, braucht es nur mehr Zeit. Und, ohne Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Danke. Schick mit Kasmir. Zieh's bis zum Ende durch. Ja, ja. Da ist er. Da ist es. Und jetzt kann man auch diesen gehen. Ist das nicht schön? War aber auch nice. Das Ende der Instanz. Oh. Und dann... Das war das mit dem... In Ascalon war das irgendwas. Ja, genau. Wir sehen uns jedenfalls in der zweiten Instanz.